kommt denn da erstmal her? In der größten Wildnis. Nutze fix! Servus, grüßt euch zum kleinen, schnellen Video. Heute ist soweit, Kartoffel kommen raus. Mit am Start, Lanz Siebkettenroder. Heinrich Lanz, Aktiengesellschaft, Mannheim, Siebkettenroder. Die wenigsten kennen, die Schleider ist bekannt, wo es rausschleudert. Dann kommt der und dann kommt schon der Vollernter. Habe ich noch nie gesehen im Einsatz, hängen wir jetzt an. Wem die Maschine gehört, ist den meisten klar. Lanz, Siebkettenroder, ein Lanzfahrer. Aber heuer kriegen wir es. Ausgeliehen. Ausgeliehen. Letztes Jahr hat er uns nicht ausgeliehen, weil der Kartoffelacker so schlecht hergerichtet war. Heuer hat er gesagt, probieren aus. Yes. Schauen wir mal. Ja, ich nehme jetzt einfach mal mittig. Keine Ahnung, ob mittig passt, Ackerschiene. Oh. Nehmen wir dann draußen nochmal verfahren, wenn es nicht passt. Erklärung, da kommt dann der Tom und sagt noch ein bisschen was dazu. Tiefe, Breite, Geschwindigkeit, Zapfwellengeschwindigkeit. Muss alles passen. Die Zapfwelle ist verlängert worden. Wahrscheinlich langt es nicht. Dreimal angeschnitten, noch zu kurz. Wahrscheinlich einmal zu kurz abgeschnitten, vorne wieder verlängert. Aber wie sage ich immer, ein guter Pfusch, dann lang keine schlechte Arbeit. Lanz-Siebkettenroder. Da hockt der Beifahrer. Das ist sein Werkzeug. Spezialwerkzeug. Nur mit dem funktioniert's. Jetzt fahren wir raus. Geht's los. So Freunde, jetzt ist es soweit. Noch nie ausprobiert und gleich ein Video gemacht. Da werde ich wieder Lehrgeld zahlen müssen. Von der Spurbreite weiß ich jetzt gar nicht, von der Tiefe her nicht. Ja, probierst es, dann spürst du es. Bevor es losgeht, muss ich noch mal ganz kurz Handschuhe ziehen und Unkraut rauszupfen. Habe ich schon stundenlang gemacht. Für euch habe ich noch mal 3 Quadratmeter übrig gelassen. Da seht ihr, was passiert. Wenn man sich nicht um den Kartoffelacker kümmert, wenn man nicht spritzt, sich nicht kümmert, dann wächst alles zu, dann hast du Malten drin und Zeig und Klump, das zeige ich euch jetzt. Das war alles eingewachsen, 1 Meter hoch, alle 6 Biefing. Ich habe gemeint, mich trifft der Schlag, wo ich es gesehen habe. Kein Kraut mehr, Kartoffelkraut war weg und nur noch Unkraut. So Freunde, das Unkraut ist rausgezogen, die Malten, Drecksarbeit. Aber wie schon oft gesagt, entweder spritzen oder dahinter sein, ich habe beides nicht gemacht.
jetzt geht's los. Land, Siebkettenruder, jetzt kommt der Tom, der erklärt mir die Maschine. Weil schon ist es hier, wenn ich einfach drauf losarbeite. Tom, was muss, braucht er jetzt machen? Gut, also servus. Wir können ja verschiedene Sachen einstellen an dem Ding. Also, das ist die Schare, kann man ablassen. Dann zieht es das automatisch rein und da haben wir noch eine Feineinstellung. Da kann man ein bisschen feiner nach unten und nach oben verstehen, dass man alle Kartoffeln sauber rausbringt. Also grob quasi komplett entriegelt, dann geht es ab. Genau. Dann Feineinstellung und dann ich kann ja mit der Ackerschiene auch noch grob genau, die Höhe machen. Mit der Ackerschiene kannst du die Höhe auch noch mal ein bisschen alles steuern. Klar. Genau. Das ist das schon mal. Spur an der Ackerschiene verrutschen, Loch für Loch, wie wir es brauchen. Das stellen wir dann ein, so wie wir es brauchen, wenn man im Beefing drin steht. Zapfwelle. 540er Zapfwellen brauchen wir, genau. Ja. Das ist am besten. Und dahinter haben wir noch eine Verstellung. Und zwar, weil die Kartoffeln ja manchmal am Kraut hängen, dass das ein bisschen schüttelt oder wackelt, kann man das da einstellen mit dem Hebel. Ich sehe da, dann kann ich die raufstellen. Genau. Und dann läuft das Bandel über die und dann schüttelt es so. Und dann trennt es den Kartoffel und das Ganze von der Erde. Also, weil es ein Exzenter ist, schüttelt es noch mehr. Das schüttelt noch mehr. Ich würde jetzt sagen, wir probieren es, weil ja dieser Moosboden ist, einfach ganz normal mit der Rolle. Rolle, da läuft es glatt quasi. Da läuft es glatt. Und wenn ihr den Exzenter hoch tut, dann hat er noch mehr Unwucht, schüttelt noch mehr. Dann schüttelt es mehr und nachher haut es die Erden besser durch. Tom, dann brauchst du fast nichts mehr durch. Probieren, geht über studieren. Ja. Legen wir los. So schaut's aus. 45er Zapfwelle, lassen wir gleich mit trocken laufen. Ja. Und dann schauen wir. Kriechgang, Untersetzung, erster Gang, 45er Zapfwelle, los geht's. Also dann machen wir zu uns rum. Spur beißt nicht. So. Die sind auch dabei. Ja. Bissi! Kühlmäuse. Jetzt stellen wir hinten um auf Exzenter, dass es besser schüttelt. Und ja, wir sammeln gleich mal ein. Also so war es jetzt, dann stellen wir jetzt das Ganze um. Gut, fertig. Schauen wir daher. Das waren unsere Kartoffeln, Freunde. Schauen wir daher, wie groß. Angefressen, aber geht noch. Ja, wenn du so durchschaust, nicht gespritzt, nicht gedüngt. Pflege und Liebe haben es auch nicht gekriegt. Eigentlich haben wir es reingelegt und haben nichts mehr gemacht. Standesgemäß in Holzkisten und an Metallgrätzen. In Kunststoff, Plastik kennt ihn jeder, aber Metall. Jeder braucht es fragen, wem der gehört. Siebkettenruder, Metallgrätzen, Landsfahrer. Lauter gutes altes Zeug. Wenn wir nicht öfters was ausleihen. Jetzt fangen wir an. Einsammeln, dann nächste Reihe. Einsammeln, nächste Reihe. Ja, immer besser. Ja, ich bin zufrieden. Mehr als zufrieden. Einsammeln. So, einsammeln braucht's. Gut. Gut,
Jetzt zieht sich hier rein. So, Freunde, Kartoffeln sind raus, gut ist gegangen. Maschine, Land, Siebkettenruder, super Sache. Ab und zu hat es gestopft, ein, zwei Mal geschoppt, kurz rückwärts gefahren, ein bisschen reingestochert, einwandfrei. Machen wir jetzt sauber, dann fahren wir gleich mal weiter zum Andi. Andi ist der, der uns für einen Ladewagen, für die Bollerwagen-Tour den Reifen geliehen hat, der nicht passt hat. Dem haben wir Kartoffeln raus. Dem helfen wir, braucht den mit der Hand machen, dann werden wir schauen. Land, Siebkettenruder. Hören wir auf, fahren wir heim, macht's das gut, sehen wir uns nächste Woche. Kleines, schnelles Video. Nächste Woche geht's. Ich weiß es nicht, aber wird gut. Führt euch, servus. Eiskalt, schön ein. Schön selber ein. Was ist das erfinden? Ich hol nochmal schnell ein bisschen Rossöl. Ich hol nochmal schnell eine Limonade, weil ein Radler ist in Bayern kein Alkohol. Bring mir auch schnell die Hälfte. Man merkt, dass der bei der Bundeswehr war, gell? Länger. Ich war ja auch, aber der war halt länger. Der war lang. Du warst lang beim Bayerisch, gell? 14 Jahre. Ich schenke gern von oben drauf, dann macht es ein bisschen Schaum. Ja, nicht nur arbeiten. Bringer braucht es auch. Dann vielen Dank für Landzielkettenruder, der das Gerät. Prost. Bier selber kaufen, Bürgel im Onlineshop. Kauft's ihn leer. 235 GT. Ihr seht, Aufkleber war drauf. 255 GT. 55! Habe ihn kleiner gemacht, als er ist. PS 55? 50. 50. Eigentlich logisch. 255, 50 PS. Was ich da jetzt gut wäre, wenn ich sowas haben könnte, gell? Kannst du gleich die Ernte heimfahren. Auf der Ladefläche. Haben wir jetzt nicht das Problem? Nein, haben wir nicht. Mit denen ist auf die Siebketten drauf. Und dann machen. Blöd kannst du sein. Eine Lösung brauchst du. Ja. Jetzt musst du noch was sauber machen. Putzen braucht ein Putzen erst schwerer. Weil ich am Andi tue noch Kartoffeln raus. Machst du das hin? Fahr jetzt gleich nach und dann hau ich mir Bierfinger raus. Zwei. Und dann mach ich ihn wärm, mach ihn sauber und dann bring ihn da wieder. Baujahr? Was nicht genau. 55. 55. Baujahr 55, Baujahr 60, um den Dreh. Funktioniert wie am ersten Tag. Das ist die alte Technik. Drei Tropfen Öl, zwei Pumper Fett und läuft wie am ersten Tag. Weißt du, was das Tolle war? Das war ein Schwellingfund, der ist irgendwo 30 oder 40 Grad drin gestanden, total verstaubt. Trocken drin. Sauber gemacht, aufpumpt und super. Da braucht nicht viel. Da gibt es noch eine Modifikation. Hinten noch so ein Förderband zur Seite. Kannst dann schwenken links, rechts. Weil jetzt legt das ja. Herrschaft, Seiten. Jetzt legt das ja gerade ab. Das machen wir gerade. Jetzt trinken wir uns zusammen. Fahren wir zum Andi. Nehmen wir da noch ein paar Beefing raus. Ein paar Beefing.
Macht das gut, führt euch. Ich war so kurz, Tom. Erster Schaden schon. Fängt mal an am Oh, erster Schaden. Wenn jeder mehr hochgefahren, schon kaputt. Ach du Scheiße. Ja. Wo hast du die Ecke hingefahren wieder? Ja, aber was? Unbändige Kraft, 10 Pharma 3S, reißt Ketten ab. Ein bisschen Werkzeug haben wir immer dabei. Ja, wie neu. Ich brauch eine andere Zange. Wo schon eine andere auch, aber die passt nicht. Fans braucht normalerweise kein Werkzeug, oder? Ab einem gewissen Baujahr brauchst du schon ein Werkzeug. Gut, provisorisch repariert. Auf los geht's los. Die nächste Ketten kaputt gemacht. Wollt ihr denn heute los? Komm, tut mir leid. Der Mann arbeitet alles auf. Er ist ja der Grobmotoriker, ja? Ja, ich bin ein grober Hund. Nächstes Jahr verrutschen wir uns. Saatfolge, na wie heißt es? Fruchtfolge. Da unten ist Fruchtfolge folgende: Kartoffel, Weizen, Solarpark. Jetzt erkennen wir die Scheren, oder? Zum Fluss. Ja, was kommt denn da? Ist der her? Nee, der größten Wildnis.